Also, besser gesagt, Randy Orton will der Face of the WWE sein. Und deswegen sagt er, du, das neue Face der WWE. Das ist das Lächerlichste, was ich je was gehört habe. Du bist doch nicht mal in meiner Liga. Doch, sind wir. Wir sind in deiner Liga eigentlich. Aber okay. Lassen wir mal gut sein. Lassen wir mal gut sein. Müssen wir erstmal R2 fertig machen. Ist mir übrigens aufgefallen, ob wir jetzt seit neuestem keine Cheer-Up-Matches mehr haben. Na. R-Truth looks to be in amazing shape here tonight. Yeah, you can bet he hasn't missed too many workouts. Ja, das glaube ich auch nicht, dass der Workout so passt hat, R-Truth. Der ist immer guter Form. Oh, come on now, that was just uncalled for. For God's sakes, that was uncalled for, King. You hear how his leg connected? God damn it, King. That son of a bitch. God damn it. Battling for control. Huh? Na gut. Aber Jaw-jacking punch. Ich glaube nicht, dass du uns hier so einfach fertig machen kannst. Na, ich da haben wir auch noch ein bisschen. What an underrated move? Na, wir müssen hier ein bisschen uns zurückhalten. Na, jetzt haben wir eine verpasst. Na, egal. Wir haben immer noch genug Zeit, das alles zu machen. Immer noch genug Zeit, alles hier zu machen. Das kommt davon, wenn man uns auskontern will. Ach, wir haben noch einen Move noch nicht gezeigt heute. Und das ist der Ballin-Move. Ballin! Look at this! Could it be? How awesome was that? Trying to get under his opponent's skin with this. Ah, wir haben aber noch nicht alles mit dir gezeigt. You can see him struggling to stand after all the damage he's taken. Bleib einfach liegen. Archie, bleib einfach liegen. Bleib liegen und lass es dir gefallen. Dass du es besiegen kannst. Ich glaube, der Zug ist jetzt schon abgefahren. So wie du eingesteckt hast. Du bist kein Dolph Ziggler. Auch wenn du Arsch Ziggler eine Zeit lang warst. Ich glaube, er will uns anders, also was anderes beweisen. Nice dodge there. Oh. And he's heading back inside the ring. Das ist ein textbook reversal. Can he follow up? An elbow. Was, ey. Da gibt es nicht. Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal fängt an hier zu können. Too late, too late, too late. And momentum has changed once again. Ernsthaft. Ja, mal ansatzweise. Looking for a victory, looking to build momentum. Out. Straight kick right to the head. Nothing fancy about that. Was spinnt jetzt leider? Look at those eyes. Oh yeah, this could be big. Lass mir den Schwarz verdorben. Uh-oh. Uh-oh. Fold it up like this could do it. One. Lass mir den Spaß verdorben, danke schön.
Take a look at that again. Three. Phantom wins. Dankeschön, Arthur. Hast mir den Spaß verdorben. And here's some highlights from the matchup. Well, let's take a look at some of those highlights. Das hat mich ein bisschen geärgert jetzt, also ich hatte so, ach, mach mal so ein paar OMG-Moments noch und dann Pinmon oder gewinn dich auszählen oder was weiß ich, aber ist immerhin noch ein 4-Sterne-Match geworden, also kann man nichts sagen. Oh, er hat eine großartige Idee für unseren Gegner, wenn er uns als Gegner reintun möchte. Na, da bin ich schon mal gespannt, Triple H. Da bin ich schon mal wirklich mal gespannt. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal erstmal in unserem Charakter-Ding. Gucken wir erstmal gehen. Weil wir haben nämlich jetzt auch schon wieder ein bisschen was. Und tun mal in den Attributen mal ein bisschen was verändern. Nämlich wir haben jetzt ganz 9000 SP, da können wir eine ganze Menge machen. Ausdauer, glaube ich. Können wir hier machen? Speed, Grapple Speed, Strike Speed, Reversals of Chain Officials, Grapple Officers, Running. Also, da müssen wir auf jeden Fall hoch machen. Ja, da haben wir jetzt komplett auf 80. Nee, müssen wir nicht. Power Submission, Grapple Defense ist vielleicht ein bisschen höher machen. So auf 80 oder so. Dann Chain Wrestling, Momentum. So, das haben wir erst auf 90. Agility. Machen wir auch komplett hoch. Arm Power vielleicht noch. Oder Leg Power. Ich würde sagen Head. Ja, machen wir doch. Auf 84. Ja, 84 passt. Das haben wir jetzt für ihn. 91. Oh, das ist in Ordnung. Und dann haben wir hier... Oh, VC Hammer. Könnte man im Prinzip noch mehr kaufen. Von Top Rope was machen können wir dann. Aber habe ich eigentlich jetzt nicht vor. Steel Cage. War Rumble Finisher. Remove Turnbuckle. Aber mein Schnitt. Outside Superplex. Ich will eigentlich hier den Catching Finisher. Apron DDT. Guck da, haben wir das noch? Apron DDT und Remove Turnbuckle. Barricade Mama. Comeback können wir hier nicht machen. Also besser gesagt können wir nicht mehr machen. Super Dropkick. Das reicht jetzt erstmal. Man müsste das in SP umwandeln können, die VC. Das wäre cool. Purchase. Training müssen wir eigentlich nicht machen. Termina Snooker als Manager. Ja, Subtotal ist eigentlich das höchste der Gefühle, deswegen. Okay, gut, dann machen wir weiter. So, okay, also wir werden mit Randy Orton teamen. Und das wird auch unsere Zukunft dann beeinflussen, ob wir gegen ihn antreten zum Beispiel. Da werden wir uns doch mal gut behaupten mit ihm und dann gegen Daniel Bryan und John Cena. Ironischerweise gegen Daniel Bryan und John Cena. Also was ich gegen Nikki Bella und Spring Bella. Ach, wenn wir schon mal dran sind.
Machen wir auch schon mal den Widowmaker. Also der. Ah, Widowmaker, ja. Klar! Machen wir den Widowmaker, ne, Quatsch. Der Ball im Mund. Und nochmal. Na, wollen wir mal gucken, ob er das sich das gefallen ist, den Dropkick. Oh ja, das ist er. What a beast Phantom's been so far. Oh, and he lands that one right to the head. Bisher läuft das eigentlich ganz gut. Shortcuts just make me so sick. Shortcuts. Oh, the reversal by John Cena. Nah, weißt was? Ich will Daniel Bryan auch noch ein bisschen verprügeln. Oh, he lands that one right to the head. He's enjoying this. Dame ja. Auch noch ein bisschen was machen können, ein bisschen was zeigen können, dann. Heißt das eigentlich auch ganz gut, dass wir was zeigen können. Und zack! Oh man, a huge jaw-jacking dropkick. Das ist die Powerbomb gegen Danny Bryan. Und alle hopp! Oh my gosh, his neck and back and shoulders driven right into the ground. There's the tag and he's ready to roll. Uh-oh. Uh-oh. He's putting those educated feet to good use. Phantom just a bit faster on that exchange. Jetzt will er mit Daniel Bryan wechseln. Ich glaube ja nicht. Oh gosh, there's no telling how much damage that did. Daniel Bryan's all business here. Habe ich direkt gedrückt? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Manchmal ein bisschen komisch hier. Nice reversal by Bryan. Yeah, that's where Bryan's quickness really pays off. He's still not through. Ah, Cena. Oh my gosh! Jetzt tut er auch noch kontern. Ich glaube es nicht. Ey. Das ist der Hammer, ey. Das ist echt der Hammer, ey. Das ist echt der Hammer. Counter by Phantom. Ja, bis rein. Phantom's gonna fly. And there's the reversal. Look at this. Could it be? War angewiesen Face der WWE. He wants back in this match in the worst way. What? He got it. No, kick out at two. Man muss sich eins merken: 1-2 kick out. 1-2 kick out. Da merken sich die meisten Leute gar nicht. Whoa, whoa, whoa! With a nice reversal. He's seen it up. Here he comes. And John Cena gets shut down. John Cena being pressed hard. Well, we got a man in the squared circle today. I'm talking about John Cena. That has to be regarded as having as brutal a finishing move as exists in WWE. Michael, you've got to be talking about the attitude adjustment. Yeah, the AA. If Cena can get you up onto his shoulders, how awesome was that? Uh-oh. Es ist sowieso noch. What a tag team match this has been. What a tag team match, Flair.
man, is he fired up. Ah? Was meint er? Kriegen wir Daniel Bryan noch dazu, weil er... hat er Randy Orton showing some adversity right now. Oh no, hard shot and a nasty landing. Phantom is absolutely focused tonight. Ja, wir sind bei 84%. Here we go. John Cena setting it up. John Cena imposes his will. Oh! And down he goes. Ah. There's a cover. Two. Two and a half. Slowly. Oh, sent flying off the apron. He saw that one coming. Na, was meint er? Kriegen wir Daniel Bryan noch dazu? Oh, you do not get up from that. Na, kann er noch klappen? Will it be? One, what a move! What a decisive victory for Randy Orton. Incredible. Let's go to the highlights here. Naja, das war's doch. Da haben aber wenigstens Daniel Bryan noch durch den Tisch bekommen. Aber wollte er direkt, der Bastard, wollte er direkt das ausnutzen. Da hat mir leid, dass die Close angereicht hat. Nein, das war ein Zweikampf. Aber hier sieht man nochmal den Chokeslam an. Das war sogar besser als der Finisher von ihm. Here are your winners, Randy Orton and Chris the Widowmaker. Absolutely amazing. Ja, das war eine Dominanz bewiesen. Wir haben unsere Dominanz bewiesen. Das ist so ein Huhuhuhuhu gewesen. Schon Hammer.